Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten sich im Büro vom Schreibtisch aus einen Burger aus dem 3D-Drucker bestellen und 6 Minuten später wartet der frisch gedruckt in der Kantine auf Sie und zwar personalisiert je nach persönlicher Vorliebe. In Israel gibt's genau das. Und logisch, dass wir unsere Reporterin Rachel Bluefarb gebeten haben, bitte probiert das doch mal für unsere Zuschauer aus. Wir sind im Büro von Savor Eid in der israelischen Stadt Rehovot. Hier wird fleißig gearbeitet. So, Mittagspause. Ich druck mir jetzt mal schnell mein Mittagessen aus. Und zwar über die App meinen 3D-Burger. Los geht's. Das fragt mich, will ich den sportlich, klassisch oder Chefvariante mit mehr oder weniger Protein? Ich nehme die Chefvariante mit viel Fett und weniger Protein. So, mein Mittagessen ist fertig. Also ab in die Kantine. Meine Frikadelle ist fertig. Sieht lecker aus. Tada. Das vegane Burger Patty kommt jetzt ins Brötchen. Nur noch belegen und los geht's. Wow, tada! Das ist ja mein veganer 3D-Burger. Ob der wirklich schmeckt, das verrate ich gleich. Der personalisierte Burger aus dem 3D-Drucker trendet gerade in Israel. Ein fleischloser Geheimtipp sozusagen. Wir wollen also wissen, was ist da genau drin in dem Ding? Omer Genkin, Lebensmitteltechnologe, ist für den Burgermix zuständig. Rund 13 Zutaten sind's, die am Ende in dieser Druckerpatrone landen. In der Patrone sind pflanzliche Proteine aus Bohnen, Kartoffeln und Kichererbsen, außerdem pflanzliche Fette wie Kokosöl, Kakaobutter, natürliche Farbe aus roter Beete, die den Burger schön färben. Die Mischung kommt dann in so eine Patrone und die wird in den 3D-Drucker geschoben. Ein Roboter kann dann, dank künstlicher Intelligenz, das Burger-Patty je nach Bestellung personalisieren, zwischen verschiedenen Texturen und Geschmäckern wählen. Fertig! Im Moment druckt er Burger-Frikadellen und Würstchen aus. Bald soll's auch Shrimps geben. Umgerechnet 6 Euro soll der Burger später kosten. Im Moment gibt's den in Testkantinen, bald auch in Burgerketten und Universitäten. Und schmeckt's denn? Lecker. Sieht aus wie Fleisch. Schmeckt wie Fleisch. Ich hätte nie einen Unterschied erkannt. Gut durch, lecker, lecker. Wir machen den Straßentest. Normaler Fleischburger gegen veganen Burger aus dem 3D-Drucker. Wer erkennt's? Welcher schmeckt besser? Das ist der Fleischburger, den mag ich lieber. Den veganen schmecke ich raus, klar. Aber beide sind ganz lecker. Ich mochte den veganen nicht. Übrigens, die Firma will den Roboter zukünftig auch in Deutschland einführen und für schlappe 2000 Euro kann man sich den 3D-druckenden Roboter dann also auch in seine eigene Küche stellen. Na dann, guten Appetit!